Der erste Raum in der Baselitz-Ausstellung ist dem Frühwerk aus den späten 50er, 1960er Jahren gewidmet, mit einer Reihe von Meisterwerken, frühen Meisterwerken des Künstlers. Das erste Bild in seiner von ihm autorisierten Biografie ist das Bild des Dichterfreundes Wilfried Dierske, das eigentlich auch auf das letzte Bild in unserer Ausstellung sich bezieht. Also da sieht man, dass Baselitz immer wieder gleiche Themen aufnimmt, und es ist sehr berührend zu sehen, dass er eigentlich dieses Bild, das Porträt eines Dichterfreundes aus Berlin aus den späten 50er Jahren, dass er sich daran heute, also mehr wie 60 Jahre später, wieder daran erinnert. Eines der frühen Höhepunkte im Schaffen von Baselitz ist die Serie der Füße, die er zu Beginn der 60er Jahre gemalt hat. Hier haben wir schon sehr viele wichtige Elemente des, im Schaffen von Baselitz vereinigt, nämlich zuerst mal die Idee der Serie. Das ist, Baselitz ist kein Künstler des absoluten Meisterwerks, sondern ihn interessiert das Variieren, Deklinieren eines Motivs, und zum ersten Mal in seinem Oeuvre spielt er das durch bei diesem Fußmotiv. Und das Fußmotiv und diese Bildserie ist auch sehr wichtig, weil sie auch ganz früh schon anzeigt, wie Baselitz eigentlich persönliche Erfahrungen, autobiografisches mit historischem und eben mit malerischen Bildfindungen zusammenbringt. Also das Autobiografische ist natürlich das Erlebnis des Krieges, des Kriegsendes als Siebenjähriger, in auch die Flucht dann nach Dresden aus seinem Heimatdorf Baselitz. Das hat natürlich bleibende Bilder, auch Traumatisierungen sicher in ihm hinterlassen, die er immer wieder aufgenommen hat. Und eine der frühen Verarbeitungen dieser Erfahrung, dieser sicher schrecklichen Erfahrung, finden wir in dieser Bildserie der Füße.